Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Heartful, deinem Raum für Herzensweisheiten, für Emotion und Reflexion, für Wachstum und Weiterentwicklung. Wenn du auf dem Weg zu einem erfüllten, sinnvollen Leben bist, in dem du dich als deine beste Version einbringen kannst, zum Wohle deiner Liebsten und der Menschen, dessen Leben du berührst, dann bist du hier absolut richtig. Ich freue mich über jeden, der hier reinhört, über jeden, der kommentiert. Ich freue mich mega über neue Abonnenten und jede Weiterempfehlung. Lasst uns eine große Herzensbewegung starten. Danke, dass du hier bist. Ihr bekommt heute mal einen sehr persönlichen Einblick in meinen eigenen Prozess, weil ich euch darüber erzählen möchte, wie ich dazu gekommen bin, überhaupt dieses Programm Weg der Kaiserin zu erschaffen. Ich mag da die Dinge wirklich ganz so erzählen, wie sie halt einfach waren, also keeping it real. Und dazu möchte ich zurückgehen in das Jahr 2016, 2017. Da war ich gerade schwanger mit der Ida und war da trotz erfolgreichem Launch meines ersten großen Online-Kurses, Yoni, den ich damals mit Jubina Schenk erschaffen habe, zur Geburtsvorbereitung, war ich wieder mal pleite. Also irgendwo, es floss das Geld rein und dann war es auch schon wieder weg. Ich habe mich da sehr stark noch in diesem Opferbewusstsein bewegt. Das waren immer Sachen im Außen, die halt dann einfach schuld waren, dass es so war, wie es ist. Ja, also Orientierung am Außen und dann auch wirklich die Verantwortung an das Außen abgegeben. War viel Unsicherheit dabei, Unklarheit. Ich war schon, ja, sehr motiviert und fleißig dran und teilweise auch sehr inspiriert. Aber wenn ich jetzt so zurückdenke und das vergleiche mit dem, wie ich mich heute erlebe, ist das ganz, ganz was anderes gewesen. Ja? Also ich wusste, was ich nicht wollte, aber ich wusste nicht genau oder ich verstand es nicht genau, wie ich so mein gesamtes Leben, also auch Partnerschaft und Elternschaft, mein spirituelles Leben, wie ich da Ziele und Wünsche wirklich aus mir selber heraus hole, Dinge, die wirklich in Abstimmung sind mit mir als Individuum und auch wie ich die dann manifestieren sollte. Es war ganz viel Orientierung am Außen und so ein bisschen dieses Leben in der Illusion, dass ich mich nur stark genug anstrengen muss und dann wird das schon klappen. Das heißt, und das habe ich in vorigen Beiträgen auch schon einmal so ein bisschen erwähnt, dieses Gefühl, und das hatte ich sehr stark, auch lange noch, Gefangene meiner eigenen Vision zu sein. Also, dass die mich so verfolgten und mich antrieben und ich so wie so eine Art Sklavendasein führte, für meine eigenen Wünsche und Visionen, die ja doch, die sollten mir ja irgendwo ein schönes Leben bringen. Ja? Und trotzdem war das Gefühl dabei kein schönes, ja, definitiv nicht. Und es gab da einen Moment um den Jahreswechsel damals, in dem mein Mann und ich wirklich ganz bewusst entschieden, dass unser Leben so nicht weiterlaufen sollte. Ja? Also wir wollten definitiv jetzt das Ruder übernehmen. Und wir haben uns dann eingelassen, weiß ich, so intuitiv, ja, in so einen Prozess, dass wir 12 Lebensbereiche definierten. Also wir haben da Körper und Gesundheit. Wir haben uns angeschaut, Gedanken und Mindset, Emotionen, ja, die Gefühlswelt, wo stecken wir da drin, Persönlichkeitszüge. Wir haben uns das spirituelle Leben angeschaut, unsere Elternschaft, die Partnerschaft natürlich und unser Sexleben, unser Sozialleben, wie führen wir da Beziehungen mit Menschen aus der Großfamilie oder mit unseren Freunden, auf welchem Level ist das? Natürlich Finanzen haben wir uns auch angeschaut,
damit dann wieder zusammenhängend, das Berufsleben. Dann Lebensqualität, also die Dinge, die uns umgeben, und dann überhaupt abschließend so, was ist unsere Lebensvision? Und da auch geschaut, was ist unsere gemeinsame Lebensvision? Weil wir haben uns ja dazu entschieden, da ein Team zu sein. Ja, was wollen wir gemeinsam erschaffen? Und wir sind dann einfach diese Bereiche durchgegangen miteinander. Also haben uns darüber unterhalten, haben Dinge aufgeschrieben. Und das war noch so ganz, mittlerweile ist es ja ein größerer Prozess geworden, ja, gerade im Weg der Kaiserin. Aber da war das einfach so, wir haben uns einfach darüber unterhalten. Wie ist da der Status quo? Wie schaut es da aus? Was macht uns unzufrieden? Was wünschen wir uns eigentlich? Und dann halt einfach Strategien zu finden. Okay, wie können wir das im Alltag umsetzen? Manchmal haben wir das an Abenden gemeinsam gemacht, ja. Also wirklich an einem Abend da mehrere Bereiche. Und manchmal haben wir das so etappenweise gemacht, einfach wenn sich halt Zeitfenster aufgetan haben. Und was so schön war an dem, ist zum einen natürlich, dass wir das Gefühl hatten, wow, wir machen da was gemeinsam. Wir nehmen uns wirklich bewusst Zeit für unser Leben. Und es entstand halt auch auf einmal so viel mehr Klarheit. Und immer mehr dieses Begreifen, das Greifen können dieses Prozesses, dass nämlich Veränderung in kleinen, ganz konkreten Schritten geschieht. Und das war der Anfang vor 3 Jahren. Und das hat nie aufgehört seitdem. Ja, es geht immer weiter und immer auf neuen Ebenen. Was sich zuerst gewandelt hat, weil das mir einfach am wichtigsten war damals, war mein ganzes Money-Mindset, meine Einstellung Geld gegenüber. Und was ich hierbei herausfand für mich, war die Macht des Warums. Warum will ich diese Veränderung? Was wäre, wenn sich nichts ändert? Wenn alles so bleibt, wie es ist? Wenn meine Beziehung zu Geld genau so bleibt, wie sie ist, mein ganzes Leben lang. Und das, was ich dann da vor mir gesehen habe in meiner Vorstellung, das war gar nicht schön. Das war echt nicht schön. Also es war für mich so richtig so ein Aha-Moment. Ich hatte mich irgendwo immer ausgeredet auf den für mich traumatischen Tod meines Vaters. Da war ich gerade 20, ja, noch 19, dann 20, der uns einen riesigen Schuldenberg hinterlassen hatte damals. Und diese Erfahrung war irgendwo meine bombensichere Ausrede dafür, warum meine Beziehung so zu Geld so aussah, wie sie aussah. Nur mir war nie so bewusst, oder ich habe mich nie dazu gezwungen, mir das so genau anzuschauen, was diese Ausrede für Folgen hatte für mein Leben. Und vor allem, ich war ja nicht mehr nur allein für mich. Ich hatte ja eine Familie. Ja, 2 Kinder, das dritte auf dem Weg, einen Mann. Es ging nicht mehr nur um mich. Und mir da zu überlegen, was für Auswirkungen diese Einstellung, diese Ausrede auf mein Leben, meine Emotionen, mein Stresslevel, meine Partnerschaft, mein Berufsleben, meine Lebensqualität, meine Elternschaft und auf meine Kinder hat, das war so dieser Turning Point. Also da habe ich auch richtig in mir gespürt, in dieser Ernüchterung, in diesem, wow, echt, war, ja, dass da was sich in mir bewegt hat. Diese Realisierung einfach so, wow, erstens, das will ich so nicht und zweitens, okay, da gehört was getan. Ich war mir natürlich meiner Vorbildwirkung für meine Kinder bewusst, also und dann in dem Zusammenhang zu realisieren, okay, wollte ich, dass sie lernten von mir,
dass Geld eine unsichere Sache ist, dass da nie genug da ist oder dass es schnell wieder weg ist, dass man sich sehr anstrengen muss dafür und dass man deshalb dann auch krank werden und sterben kann. Ja? Das ist jetzt ganz drastisch formuliert, aber das war Teil meiner Gedankenwelt. Das war, ja, es fußte auf der Erfahrung, die ich halt einfach mit meinem Vater gemacht habe. Und das zu erkennen, das war richtig erschreckend. Also mir war da wirklich übel in diesem Moment, das so zu realisieren, weil das wollte ich auf keinen Fall. Also beschloss ich, das zu ändern. Es war eine ganz, ganz bewusste Entscheidung. Ich fing dann an, mein Geld anders zu behandeln. Also anders darüber zu sprechen, anders darüber zu denken. Und ich sorgte dann dafür, es war so wie so eine Art Hausaufgabe, die ich mir selber dann gegeben habe, ja, dass so alle meine Finanzen, alle Geldkanäle wirklich so in bester Ordnung waren. Ja. Ich hatte diverse Excel-Tabellen, ich richtete mir so Ansparkonten ein für verschiedene Zwecke. Und was ich da merkte, war, dass je mehr Fokus ich da drauf legte, umso besser ging es meinem Geld. Und auch mein Verhalten änderte sich dann natürlich. Das heißt, der Blick aufs Konto war nicht mehr mit Bauchweh, sondern irgendwo so voller Freude und auch irgendwo stolz. Ja? Also so wie wenn man so ein zartes Pflänzchen einpflanzt und dann so zum Wachsen bringt und sich einfach freut, wenn das wächst und wenn es dem gut geht, wenn man sich so drum kümmern kann, ja? Das hegt und pflegt. Also es war nicht nur so ein mentaler Prozess, da mein Mindset zu ändern, sondern das war auch einer, der mich wirklich ins Tun brachte. Und das habe ich sehr ernst genommen. Und das mache ich bis heute so, dass ich da wirklich mich sehr gut um mein Geld kümmere und da auch was Ausgaben betrifft zum Beispiel, so bewusst wie möglich. Ja, ich will nicht sagen, dass ich da jetzt irgendwie alles immer richtig mache, auf keinen Fall. Aber ich habe eine gute Beziehung zu Geld mittlerweile. Und das war viele Jahre lang eben nicht so. Genau. Und was dann weiter passiert ist, also ja, Thema Geld, bin ich angegangen, hat sich bewegt und dann habe ich mir irgendwo überlegt, okay, was ist jetzt als nächstes dran? Wo will ich auch so eine Veränderung haben, so eine deutliche? Und da war dann, das war auch natürlich mit meinem Mann gemeinsam, war eine weitere Wachstumsphase, wo wir uns dann zusammen diesen Bereich Partnerschaft und Sexualität vorgenommen haben. Den haben wir da wirklich unter die Lupe genommen, weil es natürlich auch da, ich meine, wir hatten von Anfang an, das hat schon alles so gepasst, aber es war natürlich bei weitem nicht so, wie es sein kann. Ja, also, und auch, also es hat sich sehr, sehr, sehr viel getan. Aber ich würde jetzt mal sagen, nach oben hin ist immer noch Luft. Ja, es geht immer noch was. Also auch hier sind wir das ganz bewusst angegangen und haben uns einfach drüber unterhalten, was wir verändern wollten, was wir uns wünschen für unsere Partnerschaft, was so Wünsche sind für die Sexualität, für das Sexleben. Und ja, dann haben wir das einfach so Schritt und Schritt umgesetzt. Ne? Ich habe euch ja im Rahmen dieses Themenschwerpunktes Sexualität auch schon viel darüber berichtet, wie wir das so angegangen sind. Das könnt ihr ja auch gerne nochmal anschauen oder nachhören. Wir haben verschiedene Kurse gemeinsam gemacht, haben uns einfach ja auch Input von außen geholt, daraus sehr viel ziehen können, alleine schon das Zeichen zu setzen, okay, uns ist das so wichtig, jetzt gehen wir es an. Ja? Ist ja egal, ob man sich da dann einen Online-Kurs besorgt oder ein Buch oder Dinge ausprobiert, die man vorher nicht ausprobiert hat. Es ist ja egal, was man da dann miteinander findet. Hauptsache, man tut einfach was. Ja, man setzt da dieses Zeichen so, hey, dieser Bereich ist mir so wichtig und da gehe ich jetzt dran. Ja, das möchte ich verändern.
Und es hat uns unheimlich viel gebracht. Also, und es ist so, mir kommt vor, es ist so ein Prozess, der hat angefangen vor ein paar Jahren. Und es geht irgendwie immer weiter, weil wir mittlerweile schon so drin sind in dem, wie nennt man das, Prozessoptimierung. Wir wollen es dann halt einfach immer noch besser haben und noch stimmiger für uns und unser Leben. Also wenn wir da auch merken, in anderen Bereichen auch, ja, das läuft noch nicht so rund, das wollen wir irgendwie noch besser haben, vielleicht auch so in der Elternschaft zum Beispiel, dass wir da, dass das dann mittlerweile normal ist für uns, dass wir uns hinsetzen und sagen, okay, was genau, was daran stimmt nicht so gut, was können wir ändern, wie können wir das anders machen, wie können wir unseren Kindern andere Möglichkeiten anbieten oder welche Strategien können wir uns für uns finden, dass wir das noch ein bisschen besser hinkriegen, dass es für uns alle passender und stimmiger ist. Ja. Was ich jetzt auch gelernt habe in diesem Prozess, ist, dass mich andere Lebensbereiche, in denen ich stark bin, also da ist zum Beispiel die Elternschaft dabei, bei den Zielen in anderen Bereichen unterstützen können. Also ich habe gemerkt, dass meine Kinder meine besten Motivatoren sind. Ja? Mein Warum orientiert sich irgendwie immer an den Kindern. Beim Bereich Körper und Gesundheit. Ja? Wie alt wollte ich werden? Was wollte ich noch alles erleben? Welche Botschaft wollte ich meinen Kindern in Bezug auf ihren Körper mitgeben? Was wollte ich da vorleben? Wie ich mich gut um meinen Körper kümmere, wie ich mit ihm umgehe, wie ich mich bewege, damit auch sie ein gutes Vorbild dafür haben. Ja? Oder auch im Bereich Spiritualität, den ich auch als einen sehr starken Bereich in meinem Leben immer schon erlebt habe, der hat mir geholfen in der Umsetzung meiner Vision für die Kategorie Berufsleben. Also das war so, ja, das ging so Hand in Hand, das hat sich sehr schön unterstützt. Und ich denke, wenn man sich darauf einlässt, kann man erkennen, dass man in manchen Bereichen wirklich sehr stark ist und schon auf einem sehr hohen Niveau. Und dann kann man das nutzen, weil man daraus natürlich da auch diese Stärke ziehen kann, um andere Lebensbereiche weiter voranzutreiben. Und das war dann alles bis dahin ein ganz persönlicher Prozess. Ja, also so für mich. Der hatte da noch nicht viel mit meiner Arbeit zu tun. Aber ich merkte dann, dass sich dieser Prozess, den ich da gerade durchmachte, natürlich auch auf die Arbeit mit meinen Frauen auswirkte und da so mit einfloss. Ja? Also erst war es nur so im 1-zu-1-Coaching, dass ich da meine eigenen Erfahrungen mit einfließen ließ. Und dann ließ ich da schon auch noch mehr Ansätze in dieses Traumaheilungsprogramm Flug der Phönixfrau mit einfließen, weil mir einfach wichtig war, dass die Frau auch nach diesem ganzen intensiven Prozess der Lösung und Heilung da auch irgendwo diesen Rückenwind noch mitkriegt, okay, wo geht es jetzt hin, wer will ich da wirklich sein, wenn das Trauma kein Hauptfokus mehr in meinem Leben ist, was kommt dann? Das heißt, da war mir wichtig, dass ich da schon so ein bisschen was einfließen lasse für die Frauen, die dann einfach schauen wollten, okay, wer will ich jetzt sein? Ja? Und dann wusste ich, dass es ein eigenes Programm werden musste. Und das war fast 2 Jahre später, nachdem ich mit meinem eigenen Prozess begonnen hatte. Und in der Zwischenzeit vertiefte ich natürlich diesen Prozess. Ja? Das ging ja irgendwo immer weiter und ich erweiterte da diese Arbeitsweise für mein eigenes Leben. Und das trug viele Früchte, definitiv. Ja, wenn ich mein Leben und mein Erleben mit dem vor 3 Jahren vergleiche, dann hat sich ganz grundsätzlich ganz viel verändert. Also ich bin finanziell so stark wie noch nie vorher, was mir natürlich ermöglicht, auch Fülle für andere Menschen zu kreieren und noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Außerdem hat es mich viel großzügiger gemacht, würde ich mal so sagen. Nicht nur was die Finanzen betrifft, auch was meine Zeit betrifft, auch was so Großzügigkeit mir selber gegenüber, das, ja, was das betrifft.
Und das hatte natürlich auch einen großen Einfluss auf meine Emotionen, auf mein Mindset und maßgeblich natürlich auch auf meine Partnerschaft und mein Sexleben. Also dieser Bereich ist sowieso gar nicht wieder zu erkennen. Es ist wirklich großartig. Und ich weiß, wie ich es angegangen bin. Und ich kann es immer und immer wieder wiederholen. Und das ist so viel wert. Ja, es war kein Zauberstab, kein Zauberspruch, der da auf magische Weise das so von heute auf morgen verwandelt hat. Das war ein Prozess und der war teilweise relativ einfach gestrickt, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Und der Prozess hört nie auf, wenn man ihn mal angefangen hat, weil man wirklich merkt, dass man sein Leben in der Hand hat und gestalten kann. So, und da kommt ein weiterer wichtiger Aspekt mit rein, weil je mehr Frauen ich erreiche und je mehr Frauen diesen Kaiserinnenweg gehen, umso mehr wird mir bewusst, dass dies alles viel, viel größer ist als ich. Meine Mission ist es, da jeder Frau Zugang zu Methoden zu verschaffen, mit denen sie nachhaltig ihr Leben verändern kann. Und da geht es gar nicht darum, dass jetzt meine Methode da die beste ist oder so. Überhaupt gar nicht. Ja? Aber die Methode hat für mich funktioniert. Und ich gebe einfach weiter, wie es für mich funktioniert hat. Und die Kaiserinnen, die bis jetzt den Weg gegangen sind, die zeigen einfach auch, dass es auch für andere Frauen funktioniert. Ja? Mir ist so wichtig, dass wir als Frauen immer mehr unsere Selbstwirksamkeit erkennen. Und das ist natürlich auch für die Männer wichtig, absolut. Aber ich setze bei den Frauen an, weil das der längste Hebel ist. Weil wir Frauen einfach den größten Einfluss auf diese Welt haben. Besonders, wenn wir Mütter sind. Ja? Und es ist, wie gesagt, es ist gar kein so schwieriger Prozess, sondern es geht einfach nur darum, dieses Warum zu erkennen und in sich selber diesen Wechsel zu spüren, zu sagen, na, ich will das nicht mehr so, weil ich weiß, dass ich mehr wert bin, dass das auch anders gehen kann. Und dann neue Routinen zu finden, neue kleine, konkrete Handlungsschritte im Alltag. Und dann haben wir schon die Veränderung. Und das ist dann so ein Weg, den man dann beginnt zur eigenen Meisterschaft, ja? Dass man wirklich Meisterin wird über das eigene Leben und da wirklich gestalten kann und das Gefühl hat, ja, ich bin kein Opfer mehr. Ich mache das so, wie ich mir das vorstelle. Und das gibt einem natürlich ein richtig schönes Gefühl, weil man sich stark fühlt und weil man sich frei fühlt und weil man, ja, auch wenn man mal schwierige Zeiten durchlebt, das Gefühl hat, hey, ich habe das Ruder in der Hand und ich schaffe das. Ich glaube wirklich daran, dass selbstbestimmte, starke Frauen die Welt verändern. Das ist mein Warum, mein Beitrag, meine Arbeit, das ist mein Sein. Mir fällt da jetzt noch ein, dass meine zweijährige Tochter, die Ida, gerade so eine kleine Obsession hat mit einem meiner Videos, die ich auch vor kurzem gemacht habe zum Thema Frauen stärken. Ich habe es eh auch schon mit euch geteilt da draußen. Es ist sehr emotional geworden, ja, aber es ist meine Wahrheit, warum mir das so wichtig ist, Frauen zu stärken und warum Frauen der längste Hebel sind, wenn man die Welt verändern möchte. Und wenn die Ida sich das Video anschaut, dann muss sie jedes Mal heftig weinen dabei und sie will es aber trotzdem immer und immer wieder sehen. Ja, also ich weiß, als die ersten paar Male, als das so passiert ist, habe ich so gedacht, oh je, das Video ist wohl nichts für sie oder so, mach mal, ja, tu es weg und schau mal was anderes oder irgendwie so. Aber sie hat
darauf bestanden, sich das immer und immer wieder anzuschauen. Und sie war immer wieder erneut sehr emotional bewegt. Und da habe ich so nachgedacht, ja, da scheint was drin zu liegen. Es scheint eine Botschaft zu sein, die sie in ihrer Reinheit aufgrund ihres Alters noch eins zu eins da in ihrem Herzen spüren kann. Dass das was sehr, sehr Wichtiges ist, diese Botschaft für die Welt. Es ist an der Zeit, dass wir Frauen in die Stärke und in die Selbstbestimmung kommen. Es ist die Zeit der Frauen gekommen. Es ist die Zeit der Kaiserinnen. Und es ist wirklich eine schöne Zeit, eine Frau zu sein, jetzt gerade auf dieser Welt. Und wir dürfen uns da das selber erlauben, uns einzulassen auf diesen Prozess, Ja zu uns zu sagen und unser Leben wirklich in die Hand zu nehmen. Und es ist gar nicht so schwer, wie du meinst. Es sind kleine Schritte. Und wenn du magst, kannst du mit uns gehen, diesen Weg der Kaiserinnen. Bis zum nächsten Freitag sind die Tore noch offen, bis zum 24.01. Also kannst du gerne mit dabei sein. Oder aber du gehst es einfach an und du schaust dir deine Lebensbereiche an, die du für wichtig hältst und schaffst die Veränderung, die du dir wünschst. Ich wünsche dir auf alle Fälle alles Liebe für deinen Weg. Mach's gut. Vielen Dank, dass du bei dieser Episode von Heartful dabei warst. Hier bekommst du wichtige Impulse für deine Weiterentwicklung, für mehr Freude, mehr Liebe, mehr Mitgefühl in deinem Leben. Danke, dass du dir diese Zeit für dich genommen hast. Vergiss nicht, dass du mit deiner Geschichte, mit deinem Licht auch die Leben vieler anderer Menschen heller machen kannst. Danke, dass du da bist. Bitte vergiss nicht, mir eine Bewertung dazulassen, mir einen Kommentar zu schreiben und zu abonnieren. Ich freue mich mega über jeden Kommentar, über jeden neuen Abonnenten. Bis zur nächsten Folge von Heartful. Ich freue mich auf dich. Deine Nina.